Hallo! Hallo! Wir fahren heute Schlauchboot im Kanal. Das ist meine Schwester. Hallo an alle! Schön, dass ihr da seid. Guten Tag. Wir haben ein Schlauchboot dabei. Und wir wollen heute Schlauchboot fahren. Kein Scherz. Aber heute mit dem richtigen Schlauchboot habe ich mir mal überlegt. Letztes Mal sind wir mit dem Schlauchpool gefahren. Pfeifett. Heute fahren wir mit dem Schlauchboot. Mit Paddeln und sowas. Und richtig voll krass. Das ist total cool. Und jetzt, erster Plan. Jetzt suchen wir uns eine gute Location, wo wir ablegen können. Und da pumpen wir unser Boot auf und dann geht's los. Ist deine Schwester Single? Nein. Nee. Ihr seid solche Loser, Alter. So, dann gehen wir hier runter jetzt, ne? Durch den abgesperrten Bereich. Ah, guck mal, hier ist ein Weg. Können wir da langlaufen? Okay, tauchen ist verboten. Schwimmen ist okay. Hammermäßig, wunderschön. Richtig in der Natur wieder endlich mal. Seid ihr Zwillinge? Na klar. Au, au, au. Wie schön. Wie ein kleines Paradies. Kurz fast hingefallen. Ja, toll hier. Wunderschön. Boah, ich bin richtig beeindruckt. Hammer. Kleines Paradieschen. Engelsgleich. Das ist doch, das ist echtes Wasser hier. Guck mal hier, das ist so klar. Das kann man bestimmt trinken. Ich trinke, wenn du auch trinkst. Du trinkst es? Alter, Ronja Berger ist übel im Outdoor-Modus. Alter, wie krass du bist. Boot. Leute, wir haben hier noch ein Boot zu bedingsen. Das pumpen wir jetzt auf. Boah, das pumpt richtig. Ah, schön fest. Es riecht so toll. Das riecht nach Ferien, nach Urlaub riecht das einfach. Oh, ist das anstrengend. Reicht doch, oder? Das ist sehr, sehr fest. Äußerst fest. Könnt ihr gegenseitig eure Sätze beenden? Na klar. Hallo, ich bin Ronny Berger. Ich fühle mich richtig mies. Na, seht ihr? Gar kein Problem für uns. Auf geht's. Nichts passiert. Ich bin auf dem Boot drauf. Ui, oh, es ist schön kalt am Hintern. Oh, schön nass. Wie geht's? Seht euch sie an, wie sie das kann. Ah, ja. Geil, Alter. Wir fahren Boot. So, wo wollen wir hinfahren, Leute? Ich fahr einfach mal, ne? Fahren wir mal so ein bisschen in die Richtung. Seht man das hier? Ist das eine Insel eigentlich? Ich glaube, es ist eine Insel. Boah, wir könnten jetzt auf die Insel gehen und dann anfangen, auf der Insel zu leben. Und in der Wildnis. Krass, Alter. Wir schwimmen gegen den Strom. Ist dir das bewusst? Alle dummen Fische schwimmen immer mit dem Strom. Lassen sich von allen anderen treiben. Haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun. Wollen in der großen Masse bleiben. Und ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom. Schau, Sikofa fahren. Auf, und wag es frisch. Freude und sie ist ein Lohn. Alter, wie geil. Es macht richtig Spaß. Willst du auch mal paddeln? Ja. Okay, ich gebe dir die Paddel und wir machen einen Gerätetausch. Cool. Ich gebe dir meine Geräte und du gibst mir dein Gerät. Ja, boah, gib alles. Ruder, was das Zeug hält. Ba. Bizeps-Training für Frauen. Hinter euch kommt ein Wasserfall. Der kommt immer näher. Seht ihr das? Der Wasserfall kommt immer näher. Nein, das da hinten ist kein Wasserfall. Das ist eine Talsperre, Leute. Ah, du musst steuern. Ich soll steuern? Oder wir sagen. Okay, geradeaus. Du machst das gut, Schwesterleinchen. Danke. Wie kommt's, dass deine Schwester schon verlobt verheiratet ist, aber du noch nicht? Nee. Ist sie nicht, das ist einfach nur ein Schönheitsring. Nein. Ein Clodagh. Ein Clodagh-Ring. Irischer Ring, irische Tradition. Irische Tradition. Man kann den sich nicht selbst kaufen, man kann ihn nur geschenkt bekommen. Wenn die Spitze des Herz zur Hand zeigt, zur Handinnenfläche, so wie hier, heißt das, man ist vergeben. Nicht unbedingt verheiratet, sondern dass man vergeben ist. Wenn das Herz andersrum zeigt, aber nicht unbedingt vergeben. Wenn das Herz andersrum zeigt, dann heißt es, man ist frei. Aber wer schenkt einem den Ring, der dann heißt, dass er frei ist? Das ist auch immer eine gute Frage. Naja, wenn man zum Beispiel einen Geschenk bekommen hat und dann nicht mehr mit jemandem zusammen ist. Oh, das ist hart. Die meisten Leute haben den mit vergeben, wenn die dann mal vergeben waren und dann aber nicht mehr. Und was ist, wenn man sich den einfach selber kauft und behauptet, der wäre geschenkt? Verräter. Erwarte euch 19 Uhr an der Spree. Apfelschorle, Spielerei. Alles klar, bis dann, ne? Darf ich auch mal wieder rudeln? Ja. Ich rudel mal. Einer schrieb, ihr werdet so heftig, schmächtig, kalt. Krank. Aber juckt. Nicht krank. Ah, ich habe meinen Finger eingeklemmt. Außen, außen, außen. Und zack. Und wie zieht man den Ring an, wenn man in einer offenen Beziehung ist? Vielleicht brauchst du dann zwei. Einen, den du immer weitergeben kannst. So, wir sind fast am anderen Ufer. Ja, da. Bald sind wir am Ufer, Leute. Nicht mehr weit. Jetzt. Bisschen Muskelkraft. Oh, zack. Und. Ich wollte euch eigentlich den Song heute zum Intro einmal nochmal vorrappen, weil ich habe den jetzt fertig geschrieben, also ich habe das alles nochmal im Detail fertig gemacht, da die Reimschemen und sowas und die Rhythmen
die Trocheos und Anna Pesten angepasst. Aber dann ist mir aufgefallen, mein Handy ist das einzige Gerät mit dem Song. Und deswegen konnte ich es nicht abspielen, weil ich ja mit dem Gerät stream. Oh, das ist eine Boje. Da ist bestimmt jemand untergegangen oder so. Das ist eine Leichenboje. Das ist ein Gedenken an tote Schifffahrer. Tote Ruderbootfahrer. Ruder- und Schlauchbootfahrer. Steht da was drauf? Das ist ein rote, mit einem roten Pfeil. Geil, normalerweise Alter. Heißt das. Und normalerweise, wenn du zum Beispiel in den Häfen. Ja. Das sind hier vier drauf. Oh, das ist, hier finden übrigens auch Segelregatten oder Regatta statt. Ist das so eine Nummer? So wie so also eine ich kann mir vorstellen, dass das dafür ist. Hey, so, guck mal, wir wollen da zu diesem grünen Fleckchen. Da wollen wir hin. Da. Dieser hellgrüne Fleck. Ja, genau da. Da wollen wir hin. Alter, nice. On point gezeigt. Richtig stark. Telepathie. Jetzt kommt ein Blitz und dann sterben wir. Aber wir haben ja Gummijacken an. Ja, aus Kunststoff. Passiert nichts. Die leiten ja dann auch nicht eigentlich. Kommt auch kein Blitz. Macht euch mal nicht. Wollt ihr eigentlich? Macht euch mal nicht ins Hemd. Das Wasser, jetzt mal nochmal ohne Spaß. Ohne Flachs und ohne Juckerei. Das ist so schön. Es ist einfach türkis. Hammer. Und man merkt es richtig. Das Wasser ist richtig warm, wenn man seine Hand da drüber hält. Das ist richtig warm, so wie Pipi. Das ist richtig Pipi warm. Richtig toll. Tasch auf Tasch, woher weißt du denn, dass Pipi warm ist? Das lernt man irgendwann so ab ungefähr mit 12 Jahren lernen das die meisten Menschen in Deutschland. Ronny schlägt eher den Blitz. Ist so, sieht's nämlich aus. Yes! Solche Nachrichten will ich im Chat sehen. Stark. Guck mal, das ist so ein richtiges Ufer. Das ist so schön. Zwar ein bisschen Müll ist da drauf, aber wenn man sich den Müll wegdenkt, das ist richtig cool. Ich nehme das als Boot. Wow. Wunderschön. Wunderschön, guck mal. So, ich park so seitlich ein. Ich bin einfach ein krasser Bootfahrer. Wir sind da. Warte. Kannst du über Wasser gehen? Ich? Ja. Ich habe es mal geübt. Ich war kurz davor, das zu können. Soll ich dir was Cooles zeigen? Ja, zeig mal was Cooles. Ich buche uns kurz hier ab. Wenn wir so paddeln. Ja? Was ist dann? Wir landen wir seitlich. Wow! Schwester geht vor. Oh, mein Popöchen! Kannst du mich retten? Bitte. Schwester ist eins Genie. Ja. Ah, geschafft. Oh, bin ich nass. Seht euch das an. Komplett nass. Das ist Stoff, ne? Wie tropft. Aber ich glaube, meine Füße sind einigermaßen trocken. Meine auch. So, ich habe gar keinen Bock, das jetzt wieder die Luft rauszulassen, ne? Das war ein krasses Abenteuer, yo. Boah, ist das nass hier. Ich tropfe. Auch hier meine Jacke, ne? Oh, ich habe hier offen gelassen. Fazit? Wasser. Ihr Fazit ist Wasser, mein Fazit. Wow, wie krass geil, Alter. Ich habe so viel Spaß gemacht. Nee, ich fahr nochmal an. Wow, wie krass geil, Alter. Ich habe so viel Spaß gehabt. Oh, OMG. What the fuck, Alter. Sag das nicht. Ich dachte nicht, dass das so krass geil ist. Yo, mega mäßig. Hammer. Mega, sheesh. Man. Sheesh. Wow, wow, wow. Freaky, freaky. Yeah, yeah, yeah. Bagger, bagger, bing, boing. Mir ist Spaß gemacht. Wie hat's euch gefallen? Schwester hat auch Spaß gehabt. Sweet, nice, cringe, bro. Das war's. Das war die Schachproduktion. Aber ich habe sehr viel Spaß gemacht. Ich auch. War richtig geil. Wenn ihr wissen wollt, was kommt, müsst ihr um 16 Uhr einschalten morgen. Wir sehen uns dann morgens um 16 Uhr. Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen, @ronnybergers. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, @ronnybergers. Ihr könnt mir auf TikTok folgen, @ronnybergers. Was auch immer. Ciao. Ich kann mir nicht folgen, weil ich bin Abenteurer und immer in der Natur. Sie ist Abenteurerin immer in der Natur. Sie hat keine Zeit für Social Media. Ihr könnt ihr nicht folgen. Also, haut rein, Leute. Yeah. Ich zeig noch ein bisschen jetzt die Natur. Ich zeig jetzt noch ein bisschen B-Roll, ein bisschen wow. Das ist die Krombacher Insel, hast du das gewusst?